change. Yeah. It doesn't matter how it look like. Let me tell you something. It will change. It will change. You will never be like this. You see, I told you this church. Well, Jesus said something. I was like, why is Jesus talking like that? If you don't worship me, I will command the stone to worship him. You know, if I, unless you said, I will not stand here and preach again. Also, wenn Alex sagen würde, würde ich jetzt stehen und weiter nochmal predigen. You will pick Noah to preach. Dann würde jemand anderen aussuchen. You will see that Noah is standing here preaching, even though no one knows how to talk. Noah sogar hier stehen würde, um zu predigen, auch wenn er sich gar nicht sprechen kann. Aha. May God bless you, Esther. Möge Gott dich segnen, Esther. We are moving on. Wir bewegen uns vorwärts. Everybody is going to do something in this church. Jeder in dieser Gemeinde wird was machen. I was touched. Ich war sehr berührt. The situation that you are passing through. Die Situation, die du durchläufst, even though it was hard for Mary and these ladies, auch wenn es schwer war für Maria und diese Frauen, how are they going to roll the stone away? Wie sollen sie diesen Stein wegrollen? This big stone, this ladies, große, schwere Stein. How are they going to roll the stone? Wie sollen sie diesen Stein wegrollen? It's hard for the men. Es ist sogar schwer für die Männer. So how can we go and roll the stone? Also wie sollen wir das denn so schaffen? This was their problem. Also das war der Problem. How are they going to see the body of Jesus? Wie sollen sie den Körper Jesus sehen? In the tomb. In seinem Grab. But the time they were thinking about all this. Aber in der Zeit, wo die überlegt haben, God has a plan. Schon can you tell somebody God has plan B? Plan B? He has a plan B for you. Plan B. He has sent his angels to roll the stone away. I'm continuing this message for you. And I'm going to name it like this. Try again. Do it again. Or try again. I said, do it again. So now turn to your neighbor and say, try again. Many of us have failed before. There are some things that we have done and we have failed before. Don't stay on that problem. Try again. Do it again. Some relationship doesn't work for you before. Let it go. Try again. I'm talking to somebody right now. I said something has happened in your life before. It doesn't work for you. Let it go. You have failed before. It doesn't matter. Let it go. You are about to do something. You are about to catch something new. Something good is coming on your way. You will know that if really this is better. I had a t-shirt before. Ich hatte schon mal ein T-Shirt. I like the T-Shirt too much. Also ein T-Shirt. It was so. I love it. I've been wearing it. Es war so schön und ich liebte es. Ich habe es so oft I've washed it so often. Auch wenn ich es so oft schon mal gewaschen habe. The are coming to preach. Die Leute kommen und predigen. I've been washing it. The neck even is, Ich habe es gewaschen, sogar der Kragen. But because I like it. Aber weil ich so gerne habe. I've been keeping wearing it. Habe ich es immer angezogen. So one day I'm like, what is wrong with me? Und irgendwann habe ich mich gefragt, was ist los mit dir? Put this T-Shirt away and get new one. Leg dieses T-Shirt weg und besorg dir neues. I put it aside. Einfach mal weglegen. I get new one. Und habe ich neues. And I found out that the new one that I get. Und ich habe überlegt, das neue, was ich bekommen habe. It's better than the old one. War besser als das alte. Nicer than the old one. Es war schöner als das alte. Good than the old one. Es war einfach besser. I had a car before. Ich hatte schon mal ein Auto. And when I'm pressing the crotch. Und wenn ich auf die Bremse drücke. I have to start crotching. Before I spark the car. And I was thinking that's the best car I had in my life. Das beste Auto, was ich je gehabt habe. I said, yes, let's go. Und dann ging der Sprung an. And sometimes even when I'm going to spark this car, I have to pray in tongues before. Like a poor Santa, but I spark now. I'm getting a short.
Und das war total, but I'm thinking this is the best car. Ja. I'm using it. Und ich benutze es weiterhin. So the time I put that car aside, in dem Moment, wo ich das Auto abgestellt habe, I get a new one. Habe ich ein neues bekommen. Daniel. Your failure is not anything, it's opportunity. Also dein Versagen ist einfach eine Möglichkeit. You are going to get something new out of that. Du wirst was Neues daraus schöpfen. Press on. Einfach vorwärts. Move on. Beweg dich vorwärts. Don't stay on your failure. Bleib nicht einfach auf deinem Fehler. And speak to yourself, ah, poor me, how can I make it? Mitleide dich selber, oh, ich arme, ich mich arme Seele. Get up and dress yourself. Steh auf und zieh dich an. Clean yourself nicely. Mach dich schön, mach dich hübsch. And check yourself and check. Und komm und sehe, ob alles in Ordnung ist. Don't you see me? Und dann sagst du, siehst du mich? Check me well. Guck mich an. I'm gonna make it. Ich werde es schaffen. Some people will say, how are you going to do that? Manche fragen sich, wie wirst du es machen? You will say, watch me. Und dann sage ich, schau mich an. Check me out. Beobachte mich. I'm gonna do it. Ich werde es machen. You will see. Und du wirst es I'm sehen. Going to, you know, sometimes when I'm talking like that. Wisst ihr, manchmal, wenn ich so rede. I had nothing. Dann habe ich selbst gar nichts. Nothing. Überhaupt nichts. But I'm talking. Aber ich spreche. I'm speaking. Und ich spreche because es my tongue. Weil meine Zunge will bring me something good. Wird etwas Großes erbringen. So sometimes when Alessa is talking like that, I don't think, yeah, something. No, no, also no. Manchmal, wenn ich so rede, dann denke ich, komisch. Forget it. Vergiss es. By the way, whether you like it or not, und auch egal, ob du es magst oder nicht, it will come. Es wird so because geschehen. That is my faith. Weil das mein and everything that my faith is telling me, alles, was mein it Glauben will come to pass. So I don't care what is going on. Also interessiert mich what thing I know. Das, was ich weiß, I press on to the goal. I will reach out to the goal. Das Ziel zu erreichen. I said, whatever you have planned, it has been all that disappointment. All diese ganzen Enttäuschungen. Put it in the Müllhammer. Wash your mind out of it. Und einfach deine Gedanken. Don't remember it. Vergiss es. It could be that it's nice. Es kann sein, dass es schön ist. Hey, it was good for you. Vielleicht war es für dich auch gut. But the newer is newer. Aber das Neue ist einfach neuer. Good things are coming on your way. Gute Sachen kommen auf deinen Weg. Let us read something shortly. Lass uns etwas kurz. From the book of Mark. Mark chapter 8. Markus Kapitel 8. Verse 22 to 25. Vers 23 bis 25. Please let's read it quickly. Können wir das schnell einmal lesen? Mark chapter 8. Markus Kapitel 8. Then he came to Bethsaida, and they brought him a blind man to him, and begged him to touch him. 23. So he took the blind man by the hand and led him out to the town. And when he had spit on his eyes and put his arm in it, he asked him if he saw anything. 24. And he looked up and said, I see men like trees walking. 25. Then he put his hands on his eyes again and made him look up, and he was restored and saw everyone again. Amen. In Deutsch. Und er kam, ging Bethsaida, und sie brachten zu ihm einen Blinden und baten ihn, dass sie ihn anrührte. Und er nahm den Blinden bei der Hand und führte ihn hinaus vor den Blinden. Spitzte seine Augen und legte seine Hände auf ihn und fragte ihn, ob er etwas sehe. Und er sah auf und sprach, ich sehe Menschen gehen, als sehe ich Bäume. Danach legte er abermals die Hände auf seine Augen, ließ ihn abermals sehen und er ward wieder zurechtgebracht, dass er alles scharf sehen konnte. Amen. Jesus, Jesus. Das ist Jesus. The Son of God. Der Sohn Gottes. We call God on earth. Wir sagen Gott auf dieser Erde. Immanuel. Immanuel. The King of Kings. Der König der Könige. Whom everything that he says come to pass. Derjenige, der alles, was er spricht, auch in Erfüllung bringt. People walk around him and even touch him and they get healed. Viele sind um ihn herumgelaufen, haben ihn berührt und wurden geheilt. He is the one who created the universe. Er ist derjenige, der das Universum erschaffen hat. He is the one who created everything within you. Er ist derjenige, der alles in dir auch erschaffen hat. He is so great, so brilliant. Er ist so großartig, so brillant. That when he said the word, no filler. Wenn er etwas sprach,
Everything that he will say, it will come to pass. Alles, was er gesagt hat, because he is God himself. Weil er Gott he is all powerful. Er ist allmächtig. He is the Lord of lords. Er ist der Herr der Herren. Nothing that within him is wrong. Alles, nichts, was in ihm ist, ist falsch. He fulfills all the righteousness. Er ist derjenige, der alles gerecht macht. Everything that he does. Alles, was er macht. That is why he took your sin. Das ist der Grund, weshalb er deine and Sünden he give you his righteousness. Und er hat dir deine Gerechtigkeit gegeben. Because he is so righteous. Weil er so gerecht ist. Everything he does is perfect. Alles, was er macht, ist perfekt. And this is Jesus. Das ist Jesus, the Son of God. Der Sohn Gottes. People has come around him. Viele sind um ihn näher gekommen. And they said, und sagten, please, Jesus. Bitte, Jesus. Will you touch this man? Würdest du diesen Mann berühren? He is blind. Er ist blind. He needs to be healed. Er muss geheilt werden. And Jesus said, "Okay." Und er sagte, he spit okay on this man, and he put it on the eye. Er hat auf die Erde gespuckt und hat es an sein Auge getan. And he lay hands on. Und er lag seine Hände. I said, "This is Jesus." Und ich sagte, das ist Jesus. The King of Kings. Der König der Könige. The miraculous God. Derjenige, der Wunder vollbringt. The one who knows all. Derjenige, der alles weiß. He touched the eye. Er berührte die Augen. And he asked the man. Und er fragte den Mann. What did you see? Was siehst du? He said, "I see people like tree." Und er sagt, ich sehe Menschen wie Bäume. Don't look at me like a tree. Schau mich nicht an wie ein Baum. I'm not a tree. The guy said, "I see people like a tree." Er sagte, ich sehe Leute. Could you imagine? I will come here and say, "I see you like a tree." Könnt ihr vorstellen? Ich sage zu euch, ich sehe euch. What would you feel? Wie würdet ihr euch fühlen? And this is the man. Und das ist dieser Mann. Standing in front of God Almighty. Und er stand vor Gott Allmächtig. Standing in front of God Jehovah. Jah, the one who created heaven and earth. Derjenige, der die Erde erschaffen hat. And we see God like a tree. Und er sagte, ich sehe Gott wie ein Baum. He sees Jesus like a tree. Er sah Jesus wie ein Baum. How can he see God like a tree? Wie kann er Gott wie ein Baum sehen? Today, my prayer is that God will open your eyes to see clearly. Amen. Why am I bringing this message? Warum bringe ich diese Botschaft? This is Jesus. Das ist Jesus. Whom when he said. Derjenige, der wenn er when he said, that is that. Das sagte, when he said, get up and walk, get up and walk. Wenn er sagt, steh auf und lauf, dann stehst du auf und Lazarus come forth. Er sagte, Lazarus, komm. Lazarus came forth. Und er ist nach vorne gekommen. Whatever he said, it came to pass. Was immer er sagt, wird in Erfüllung gehen. Why? Warum? He didn't heal the first moment. Hat er nicht im ersten Moment geheilt? Oh, I like asking questions in the Bible. Ich mag gerne Fragen stellen. Why he touched the first eye and nothing happened? Wieso hat er beim ersten Mal berührt und nichts passiert? He said, now I see things. Like trees. Er sagte, ich sehe Sachen gestalten wie Bäume. Jesus will leave this man to go like that. Hätte Jesus diesen Mann einfach so vorziehen lassen. If you don't take care, this guy is going to cut pick drummer machine, you know, drummer machine. Wenn du nicht aufpassen, hätte er einfach so die Säge genommen. And he's going to cut people when because he see them like trees. Weil er so sieht wie Bäume. He want to destroy people. Er würde Leute zerstören. Because he don't see people as people. Weil er die Leute nicht so gesehen hat. He see them like trees. Weil er sie gesehen hat. But Jesus said, aber Jesus sagt, I'm going to do it again. Mal I said, try again. Ich sage, versuch's noch come on, I said, try again. Do it again. This is our King. This is our Savior. Our Lord Jesus Christ. Try again. Versuch es noch mal. Try again. Versuch es noch mal. Do it again. Mach es noch mal. I mean, how come? Ich frage mich, wie kann es sein? Jesus, everything that he does, Jesus, alles, was er macht. But this moment, aber diesen Moment, he did it twice. Macht es zweimal. Why? Warum? Go home and find the answer. Geh nach Hause und finde die Lösung. He did it. Er hat es getan. Twice. Zweimal. He said, okay now. Er sagte jetzt. Let me lay hands. Lass mich die Hände auf. Again. Nochmal. He touched the eye. Er hat die Augen. And then now he said, what did you see? Und er hat ihn gefragt, was siehst du denn? I see clearly. Und er hat ihn gesagt, ich sehe deutlich. Let me preach now. Lass mich jetzt predigen. So the cameraman, you are going to run after me. Now I see clear. Jetzt sehe ich klar. Sometimes there are some situation. Das gibt Situationen. That come on your way. Die kommen dann. That you feel like the situation you don't see clear. Kannst du diese Situation how does this work out? Und dann fragst du dich, wie soll because when you check
the ability, the power, the strength that you have. Denn du überlegst deine Kraft und die Möglichkeiten, die du hast. It cannot fit with the situation that you are passing through. Es passt das nicht überein mit dieser Situation. You don't know how to go about it. Du weißt nicht, was du tun sollst. You feel like you can't change it. Und du denkst, du kannst nichts you mal ändern. You can't do anything about it. Du kannst gar nichts machen. But I'm here to give you good news today. God is saying, because you see like a tree, I am going to open your eyes so that you can see clear, so that you can see well. Your situation that you are passing through today, that is not the end of your life. God is about to change it. He will let you see clear. You are going to see something clear. Something good is coming on your way. It is not the end of your life. You are going to see clear. Today onwards, everything that has been like, how can I make it? How is it going to be? I don't know how it's going to be work out. Can I tell you something? If Mr. B failed you, Mr. D will work well for you. When Mrs. D failed you, Mrs. Z will pass for you. Whatever situation you have been through before, it fails you. It's going to change. It's going to turn over. You start something. It collapsed. Start again. You do something. It collapses. Try again. Try again. It will not fail you. God is about to bring something great in your life. I was reading some people who start some things. Because I'm the type of person, I like to start new things. And even I like to start something that has never happened on earth before. That is what all the time I've been thinking. Something that never happened. Sachen, die noch nie zuvor geschehen sind. And people will say, what is that? Und die Leute fragen sich, was ist das? That's Jesus. Das ist Jesus. Something never happened that has happened before. Sachen, die noch nie passiert sind. So I've been checking those people who start like bulb. Und dann habe ich überlegt, die Leute, die zum Beispiel Glühbirnen haben. Who start making aeroplane. Und die zum Beispiel auch Flugzeuge. I've been checking how did they start it. Und ich habe mich gefragt, wie haben sie angefangen? If I tell you how many times they failed. Wenn ich euch erzähle, wie oft die versagt haben. You will be shocked. Dann wirst du geschockt sein. I don't have time today to teach you all that. Ich habe nicht so viel Zeit, um das zu erklären heute. But you will be shocked. Aber du würdest geschockt sein. How many times they failed? Wie oft die versagt haben. And if they didn't continue. Und wenn die nicht einfach weitergemacht hätten. We always sit in the darkness. Dann würden wir alle hier noch im Dunkeln sitzen. Because we will not get any light. Weil wir hätten dann noch kein Licht. The person who tried the ball. Die Person, die versucht hat, die Glühbirne zu schaffen, hat so oft versagt. But it tried again and again and again and again. Immer wieder versucht. And it works. Und dann. That is why you and I, we are sitting in the light today. Und deswegen sitzen wir heute. I'm here to announce to you. Ich bin hier, um dir mitzuteilen. Whatever the doctor has told you. Was auch immer der Doktor dir gesagt hat. Whatever your pastor, somebody has told you. Whatever something has happened in your life before. I don't care. What I know, ich weiß, and Jesus is able Jesus to touch again. Jesus is able to do it again. Jesus is able to touch your situation. And the situation will change. And it will change for good. The blind man, now he can see clear. Today, you and I, we are going to see clear. Can you stand up now? I want to pray for you. You know what? I've been finished preaching, but let me do this now. Sorry.